Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen. Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Leicht ist er nicht. Bei den Bolschewiki im Bürgerkrieg wurde von den Roten Armeen, die aus dem Boden gestampft durch Zwangsrekrutierung auch wurden, immer gesungen, vorwärts, 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 Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Not, für Sowjet und Republik, tot den Weißen und der Weißen Läuse Brut. Ich kann nicht mehr so gut singen auf meine alten Tage, aber diese Säuberungsutopie, die Läusebrut zu eliminieren und zugleich gestützt auf Brotkartenzuteilung und was war es damals, Mauserpistole, die Requirierungen des Mehrprodukts, des bisschen Mehrprodukts von den Bauern einzutreiben und zu erzwingen, hat alles, was gute Brecht gedichtet hat und was dann unser Sänger, der Ernst Busch, Busch geschmettert hat, eigentlich verifiziert in der geschichtlichen Erfahrung des letzten Jahrhunderts. Und da vor diesem sozusagen Trümmerhaufen stehen wir, so wie, sagen wir, geschichtstheoretisch ausgedrückt, der Engel der Geschichte von Walter Benjamin, der diesen Fortschritt als ein Trümmerfeld wahrnehmen muss und das nicht mehr zusammenfügen kann, was kaputt gemacht worden ist. Und dennoch ist das Trümmerfeld ja auch eines, das durch die kapitalistische Produktionsweise hervorgerufen wird. Man kann den ganzen Realsozialismus, wie er sich genannt hat, als ein Teil dieser Weltmarktherstellung auch begreifen und überhaupt nicht als Kommunismus, sodass wir vor der Falle heute stehen, zu sagen, das war der Kommunismus, es war schrecklich, nie wieder, das sagen die meisten, oder dass wir sagen, das war der Kommunismus, stehen wir dazu, genauso müssen wir es wieder machen. Und das ist die Schwierigkeit, vor der wir heute stehen, wenn wir Kommunismus überhaupt denken wollen. Ja, Hannes, du wirst über die blinden Flecken bei Marx sprechen, sozusagen, die eventuell zum real existierenden Sozialismus geführt haben. Was sind denn diese blinden Flecken? In Kürze glaube ich, dass Marx ein Problem unterschätzt hat, und das ist der Widerspruch von Allgemeinheit und Individuum, beziehungsweise von Gesellschaft und Individuum. Wie also in diesem Widerspruch liegt gewissermaßen schon ein Stück Herrschaft oder Zwang. Also wie sich das Individuum in die Gesellschaft eintaktet, wie zum Beispiel Arbeit verteilt wird. Und da das Problem hat er einfach unterschätzt, und im real existierenden Sozialismus kam dieses Problem voll ersichtlich zugunsten der Allgemeinheit und gegen das Individuum zum Vorschein, indem halt die Individuen sich absolut in die Gesellschaft und Gemeinschaft eintakten mussten. Und dieses Verhältnis hat er halt unterschätzt. Er hat halt deklariert, der Kommunismus sei die Auflösung des Widerstreits von Individuum und Gattung, aber so eine Proklamation reicht natürlich noch aus, sondern noch nicht aus. Man muss das Problem auch praktisch dann lösen, und das wurde nicht gemacht. Und deswegen ist der real existierende Sozialismus in eine Spur gekommen, wo er dann letztendlich viel schlimmer als die bürgerliche Gesellschaft wurde. Also unterstellt ihr schon so eine Art eigene Emanzipation oder Art Erkenntnismöglichkeit des Individuums zu erkennen, dass es eben, dass man auch glücklich werden kann oder dass man zufriedengestellt werden kann, wenn sich alle wohlfühlen? Oder denkt ihr, dass es zwingend mit Zwang zu tun haben muss, wie das eben, wie du es gerade dargestellt hast, im real existierenden Sozialismus war? Wenn ich darauf versuchen darf, eine Antwort zu geben, dass das ein Dilemma ist, eine Ambivalenz, die in dem liegt, wie die Individualität durch die kapitalistische Produktionsweise modernisiert und herausgetrieben worden ist, wie nie in der Geschichte, wie in keinen Bindungen vor moderner Produktionsverhältnisse, ist nämlich die Konkurrenz bestimmend für das heutige Subjekt. Wir sind Konkurrenzsubjekte, wir müssen uns jeden Augenblick selbst verkaufen, wir sind selbst warenförmig konstituiert. Also bekanntlich
Und diese Konkurrenz ist ein Widerspruch, der von Marx zum Beispiel davor verteidigt wird, jetzt verdammt und verteufelt zu werden. Diese Konkurrenz wird aber zum Beispiel schon in Ansätzen des Kommunismus wie bei Fourier und vielen anderen versucht, als Wetteifer, als eine Kooperation, eine Kombination der Menschen zu denken, dass es nicht auch möglich ist, diese Selbstzerfleischung in dem Anbieten und Überbieten in der wahre Arbeitskraft zu der, dieser Warenform zu entledigen, diese Warenform abzusprengen und einem Wetteifer um die ja, die Kommune, ich will nicht sagen gemeinschaftliche, aber die gesellschaftliche, die weltgesellschaftliche Produktion des Reichtums, Erledigung der notwendigen Arbeit zu kooperieren und zu kombinieren. Das müsste doch möglich sein mit dem, was die Leute heute schon in den großen Unternehmen und im Weltmaßstab als produktive Gesamtarbeiterin bringen. Die Fähigkeiten sind eigentlich da. Um nochmal auf die Frage von Robert meinerseits zurückzukommen, also vielleicht auch Zwie und ich vertreten nicht immer die gleichen Positionen. Also das Problem muss erstmal auf den Tisch, dass sozusagen, wenn es der Allgemeinheit oder wenn man dem Allgemeinwohl dient, dass dann nicht automatisch dem Individuum gedient ist. Das Problem muss erstmal auf den Tisch und muss so gelöst werden, dass natürlich die individuelle freie Entfaltung nicht zugunsten einer Gerechtigkeit völlig ausgespielt und beiseite gelassen wird. Und das ist einfach ein Problem, was meines Erachtens die kommunistische Gesellschaftskritik viel zu wenig angegangen ist. Ja, ich frage nochmal, vielleicht noch ein bisschen provokanter, braucht es denn den besseren Menschen oder schaffen wir das alle? Natürlich ist die Befreiung als Befreiung des Menschen und nicht als Erschaffung eines neuen Menschen gedacht. Also wir wollen ja uns befreien und nicht irgendwem, der in der Zukunft liegt. Ja, vor allem ist ja das Reizvollste bei der Individualität, dass man seine Möglichkeiten entdeckt und sein anderes entdeckt und sozusagen auf die Reise geht. Und so ist die Selbstveränderung ja, wie auch Marx immer ganz materialistisch und nüchtern betont hat, eigentlich die Grundbedingung und auch in der Wechselbedingtheit mit Revolution, also mit Umwälzung der Produktionsverhältnisse, eine vernünftige menschliche Produktionsweise, da ist die Grundbedingung die Selbstveränderung. Aber es ist auch das Schöne dabei. Die Leute wollen das ja, da rennen sie in Workshops und sie reden von Selbstfindung und so weiter. Warum dann nicht gleich so? Ihr werdet heute Abend bei der Veranstaltung Kommunismus aber wie als Referenten zugegen sein. Die findet im Conner Island statt. Zwie, dein Thema ist unter anderem Georg Lukács, wenn ich das richtig mich informiert habe. Das ist jemand, der in den 20er Jahren Schriften verfasst hat. Was hat uns denn jemand aus den 20ern heute noch irgendwie zu sagen oder mitzuteilen? Ja, erstens hat er in den 20er Jahren das, was man den westlichen Marxismus nennt und was sehr die kritische Theorie in der Spielart von Adorno und Horkheimer zum Beispiel und vor allem von Benjamin befruchtet hat und angeregt hat, so quasi gegründet durch sein Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Aber was mich interessiert, ist seit vielen Jahren eigentlich der eigentliche Lukács. Man kann ja auch nicht sagen, Marx ist der, der die Frühschriften geschrieben hat, Punkt. Sondern Marx ist der, der die Kritik der politischen Ökonomie aufgebaut hat. So hat Lukács an einer Ontologie des gesellschaftlichen Seins, also Vorschlägen zu einer solchen Ontologie des gesellschaftlichen Seins, sein Leben lang gearbeitet. Und das hat er in den 60s in einer Zeit großer Umwälzungen, Kulturrevolutionen und Klassenauseinandersetzungen dann auch erstellt. Das interessiert uns und das beschäftigt sich genau mit den Fragen, mit denen sich die kritische Theorie Adornos und auch der Situationisten beschäftigt hat. Ich bin, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auf eine Vokabel, auf einen Terminus gestoßen, der sich Verdinglichung nennt. Ihr sagt, dass, oder du sagst, dass die radikale Überwindung der Verhältnisse eigentlich einer radikalen Überwindung jeglicher Verdinglichung und Entfremdung in den Alltagsverhältnissen der gesellschaftlichen Individuen ist. Was meinst du mit Verdinglichung oder was meint Verdinglichung? Ja, ich weiß noch nicht, was ich mit Verdinglichung genau meine. Es ist ein schwammige Begrifflichkeit, aber beispielsweise hat Lukács sein Ontologieprojekt so aufgebaut, dass eine gigantische Ver- und Entdinglichungskritik eigentlich ist und auch durchaus in Adornos Sinne eine Kritik an dem Wischiwaschi-Begriff von Entfremdung, Verdinglichung, Fetischismus, ja, sondern eine genaue Untersuchung, wie Verdinglichung als eine Stillstellung der Historizität, der Geschichtlichkeit, des Werdens und Vergehens von Erscheinungen verstanden werden kann, richtig verstanden und auch richtig umgesetzt werden kann in einer umwälzenden Praxis. Nicht aber
ein Stillstellen auch in Begriffen und Kategorien, sondern ein Verflüssigen. Das ist eigentlich das Anliegen der Verdinglichungskritik. Grundlegend ist Verdinglichung, wenn sich gesellschaftliche Verhältnisse, die Menschen machen, gegenüber den Menschen verselbstständigen. Und in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx ist das ein wichtiger Ausgangspunkt, also zu sagen, die Menschen schaffen durch ihre Arbeit das Kapital, was sich in einer Eigendynamik gegen sie selber verselbstständigt. Und im Prinzip tritt ihnen das, was sie, den Menschen tritt das, was sie selber schaffen, als so eine Art zweite Natur gegenüber. Und das Interessante, und da ist vielleicht auch dann heute Diskussionssprengstoff zwischen Zwie und mir, dass bei Adorno diese Verdinglichung besser wegkommt und eher diese Kritik der Verdinglichung so ein Stück weit als Allmachtsfantasie der Vernunft kritisiert. Also alles, was die Menschen nicht beherrschen können, ist böse, weist auch darauf hin, dass die Vernunft, die dann halt durch Marx und Lukács reproduziert wird, so eine Allmachtsfantasie hat, alles beherrschen zu können. Und da gibt es bei Adorno vielleicht, ja, Adorno ist da nicht so einseitig, aber es gibt zumindest den Strang, so, auch zu schauen, inwiefern Verdinglichung selber ein Humanum ist. Ja, du hast gerade von Diskussionssprengstoff, der zwischen euch beiden womöglich herrscht. Was versprecht ihr euch von der Veranstaltung heute Abend im Coney Island? Außerdem ja Erkenntnisgewinn, den sich jeder versprechen sollte, der da anwesend sein wird. Na, erstmal natürlich viele Leute von diesem Männertag abzuziehen. Und außerdem noch einfach zu Konkretisierungen zu kommen, in den Fragen, Kommunismus neu zu erfinden oder Kommunismus einfach neu zu denken, ernüchtert zu denken und vor allem immer im Hinterkopf zu haben, dass der Kommunismus deswegen gescheitert ist, weil die ganze revolutionäre Arbeiterbewegung und das Proletariat, namentlich in Deutschland, versagt hat 1933 und versagt hat gegenüber der Shoah. Und das ist der Koeffizient für alle konkreten Überlegungen heute, diese Erfahrung dieses gründlichen Scheiterns, dieses Epochenbruchs. Und in diesem Schatten, ja, steht dann sozusagen auch das Licht, das wieder neu angezündet werden sollte, dass die Menschen eine vernünftige gemeinsame Entwicklung der Produktion hinbekommen, nach den heutigen weltweiten Möglichkeiten auch, nicht in nationalbornierten Maßstab oder als Freiräume bloß, sondern einfach im Weltmaßstab, wo der Selbstzweck, wie Marx das so unvergleichlich definiert hat, der Selbstzweck des Kommunismus ist die freie, schrankenlose Entfaltung der Individualität, des gesellschaftlichen Individuums vor diesem Hintergrund. Wir leben ja nicht im Kommunismus, leider, wir leben ja im Kapitalismus und wie ich das aus euren Ausführungen schon ein bisschen entnommen habe, wollt ihr natürlich nicht zurück in graue Vorzeiten zu dem, was man anfangs dachte, dass es Kommunismus möglicherweise sei oder sein könnte, sondern viel eher drüber hinaus, oder? Wie sehe ich das? Oder wie ist eure Vorstellung, dass man sich wieder hin zum Kommunismus bewegt? Wie kann sowas funktionieren? Also auf jeden Fall, das hast du jetzt schon erwähnt, durch die Kritik derjenigen Gesellschaft, die sich mal Kommunismus schon genannt hat, 1917 fortfolgend, und trotzdem gilt es an die Motive, die der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie zugrunde liegen, das heißt letztendlich auf eine Gesellschaft hinaus zu wollen, in der die Entwicklung der Individualität frei vonstatten geht und in der der allgemeine Wohlstand gehoben wird, an diesen Motiven gilt es festzuhalten, auf alle Fälle angesichts von Millionen von Hungernden in der Welt, aber natürlich auch aufgrund einer freien Entfaltung hierzulande. Diese freie Entfaltung beginnt natürlich nicht irgendwo hinter dem Big Bang irgendeiner kommunistischen Revolution oder Transformation, sondern sie beginnt jetzt, indem genau die Normen, auch die Gender- und Role Model-Normen und Rollen abgetragen, abgelöst werden, abgehäutet, wie Marx das immer nennt, und dadurch auch die Individualität schon mal nicht rationalistisch, wie Lukács es noch sehr dachte, denn schließlich war der Stalinismus ein Hyperrationalismus und Lukács war antistalinistisch im Grunde seines Herzens tätig, sondern eben als auch die Aisthesis, das heißt die sinnliche Wahrnehmung und die Entgrenzung der Irratio und der Emotio und der ästhetischen Vermögen der Individuen. Das ist heute angesagt, das ist auch heute besser möglich. Wo bewegt ihr euch denn zwischen den Begriffen Revolution und Reform? Lasst die Reformisten reformieren, mal sehen, was rauskommt. Wir nehmen das gern in Kauf und genießen es gern, zum Beispiel Grundeinkommen
Einkommen gesichert ist. Ich glaube ja nicht so recht dran, dass das das Kapital und sein Staat auch wirklich ernst meint, höchstens im Sinne von Brot und Spiele und Befriedung bestimmter Teile der Lohnabhängigen im Weltmaßstab. Es wäre nicht so schön, so eine privilegierte Stellung zu haben. Aber lasst sie reformieren, aber wir sind dafür zuständig, als kommunistische Elemente das Ganze zu thematisieren, aufs Ganze zu gehen und das ein Maximalprogramm kommunistischer, das heißt befreiter, emanzipierter, vernünftiger Produktion zu formulieren. Und mal sehen, wie man dahin kommt. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich mir Revolution im Sinne, wie man sich es vorstellt, so als als gewaltvolle Abschaffung des Bestehenden angesichts der Produktivkräfte in der Militärtechnik gar nicht so richtig vorstellen kann. Also das wäre dann wirklich kein Big Bang, sondern ein Big Super-GAU. Insofern ist die Frage, wie man die Abschaffung des Ganzen heutzutage noch denken kann, bei den Möglichkeiten, die Militärtechnik bietet. Also das würde ich mir besser nicht vorstellen. Ja, Adorno hat mal gesagt, der Bau von Barrikaden ist sinnlos angesichts derjenigen, die Atombombe verwalten. Ja, an dieses Zitat hatte ich auch gerade gedacht. Ja. Also Angst vor der Revolution, also zumindest vor einer gewaltsamen, ja, hätte ich auch. Es gab aber auch schon friedliche Revolutionen. Das ist vielleicht auch, gehört ins Reich der Mythologie und der Mythos hat ja auch immer einen Wahrheitskern, aber wie Walter Benjamin eben das als einer der sensibelsten und radikalsten Kommunisten formuliert hat, gilt es, diese Lügenhülle des Mythos abzusprengen, um den Wahrheitskern freizusetzen. Und da würde ich sagen, ist der Wahrheitskern der ganzen Gewaltdebatte und der ganzen Frage der Staatlichkeit und von Revolution in dem traditionellen Sinne mit Barrikaden und sowas. Das muss neu erfunden werden als ein Problem der konkreten Bemächtigung. Wie die Waffe der Kritik sich in Kritik der Waffen umsetzen kann, was das für Waffen sein werden, für subversive Waffen und auch für Waffen, die mehr als bloße Subversionen sind, sondern ein Durchbruch, hat zum Beispiel der Mai 68 in Frankreich angedeutet, wo wie aus dem Nichts heraus die Proletarisierten sich der Produktionsmittel bemächtigt haben für ein paar Wochen. Und das ist aber konnte damals nicht weitergeführt werden, gerade weil sie an die Grenze dessen standen, dass sie einer Intervention, etwa der NATO, waffenlos gegenübergestanden hätten. Also wie ist wieder, wie in unserem Titel Veranstaltung Kommunismus, aber wie ist dieses Konkretisierungsprogramm, worüber man sich verständigen muss, welche Formen, ob das sowas wie Räte sein können, ob das irgendwelche Versammlungen sind, wie die direkte Demokratie heute zu praktizieren ist im Weltmaßstab auf ganz anderem Niveau, übers Internet und so weiter, wie geplant werden kann, bedürfnisgerecht. Das sind Konkretisierungen, da können wir jetzt noch gar keine Antwort geben. Und wenn man konkret über das Wie der Revolution spricht, also was wir hier gerade machen, und dann hat es natürlich nichts damit zu tun, dass wir etwa glauben würden, wir ständen kurz vor der Revolution. Also das ist natürlich das zweite Problem dann nach dem Wie, mit wem eigentlich, und da stellen sich gerade nicht viele Leute zur Verfügung. Wie man damals in den 60s auch sagte, die Revolution kommt nie und das Proletariat ist weg vom Fenster. Es war anders und so kann aus Krisensituationen durchaus ein Durchbruch erfolgen, aber damit dieser Durchbruch nicht die konformistische und regressive und barbarische Revolte wird, nämlich in Deutschland, muss man genau die Theorie wieder scharf machen und muss sich da verständigen. Und darüber vollzieht sich auch Organisierung. Anders kann sich Organisierung gar nicht vollziehen, nicht durch die Parteiapparate.